In genau einem Jahr fällt in Koblenz der Startschuss zur Bundesgartenschau 2011. Ein großer Ausstellungsbereich widmet sich dem Themenfeld Grabgestaltung und Denkmal. Hier zeigen auch die Steinmetze der Region Mittelrhein ihr Können. Wir haben sie besucht und berichten über die Faszination eines spannenden Handwerks. Vieles ist nach wie vor Handarbeit für Gerd Ahlborn, Steinmetzmeister aus Koblenz. Genauigkeit beim Anzeichnen der typografischen Besonderheiten ist unabdingbar. Der wertvolle Stein darf nicht beschädigt werden. Nach dem Anzeichnen kommt das Anreißen, also das Einbringen der Konturen der Buchstaben in den Stein. Ist das geschehen, greift Gerd Ahlborn zum Meißel. Mit ruhiger Hand meißelt er nun die Buchstaben und Daten aus dem zukünftigen Grabmal. Abrutschen wäre nicht nur für den Stein fatal, sondern auch gefährlich. Dabei sind die Wünsche der Auftraggeber durchaus vielfältig. Ob einfache Daten oder auch ganze Trauersprüche, Lebensläufe oder Bilder der Verstorbenen. Gerd Ahlborn und seine Steinmetzkollegen erfüllen gerne die Wünsche, die möglich sind. In christlich geprägten Kulturen sind das meist der Name der Verstorbenen, Geburts- und Todesdatum. Hinzu kommen oft biblische Ornamente. Dabei unterliegt auch das Steinmetzhandwerk und damit die Grabgestaltung Wandel und Trends. Ja, ich glaube, die ganze Grabmalkultur befindet sich in einem großen Wandel zurzeit. Die traditionellen Formen gehen stark zurück. Jüngere Hinterbliebene setzen sich also eher für einen sogenannten Findling ein, wohingegen das handwerkliche Grabmal, das würde ich als das moderne Grabmal bezeichnen, wo der Steinmetz seine Fähigkeit des Gestaltens herausstellt. Und unsere Generation ist, glaube ich, dieser Gestaltung sehr viel aufgeschlossener. Und das merke ich als Steinmetzmeister natürlich auch im Kundengespräch, dass die junge Generation einfach kritischer ist, sehr positiv gesehen, dass sie bewusst an eine Gestaltung denkt. Und deshalb ist es auch die große Chance, was uns ja jetzt für 2011 hier in Koblenz bevorsteht, die Buga mit ihrer Grabmalgestaltung. Die Steinmetzinnungen sollen 130 Steine dort erstellen. Und das ist also wirklich die Chance, auch einem großen Besucherkreis, der die Buga ja besuchen wird, gut gestaltete Grabmale zu zeigen. Ob traditionelle Grabgestaltung mit Lettern oder modernste Techniken, bei der Bundesgartenschau 2011 werden alle diese Verfahren und Gestaltungsansätze gefragt sein. Gerd Ahlborn und seine Kollegen freuen sich schon, ihr fachliches Können in knapp einem Jahr unter Beweis zu stellen. Dabei wird die Ausstellung im Rahmen der Gartenschau an Rhein und Mosel eine Besonderheit aufweisen. Rainer Berger, Ausstellungsbevollmächtigter für die gärtnerischen Ausstellungen, informiert über die Planungen. Wir hatten sonst üblich bei Bundesgartenschauen immer einen großen Bereich der Friedhofsgärtner und der Steinmetze, ohne irgendwelche Themen vorzugeben. In langen Beratungen sind wir dazu gekommen, erstmals in Koblenz uns Themen zu geben, die vielleicht den Besucher besser durch diesen Ausstellungsbereich führen. Es gibt so viele verschiedene Themen in der Grabgestaltung, ob das Pflanzensymbolik ist, ob das Lebensläufe sind oder ob das Symbolik von Steinen ist, wo sich der Friedhofsgärtner darauf einrichten muss. Und das wollen wir eben hier zeigen in 8 verschiedenen Themen. Das ist natürlich ganz wichtig, dieser Wettbewerb. Wir haben hier 120 unterschiedliche Gräber, die wir mit Steinen natürlich versehen wollen. Und da ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir das Handwerk des Steinmetzes, des Holzbildhauers, des Metallgestalters hier zeigen. Und je mehr Anmeldungen ich habe, also darum der Wettbewerb, umso mehr habe ich natürlich die Auswahl. Wir werden ein Gremium dann aufrufen, eine Auswahl dann zu treffen. Umso mehr Anmeldungen, umso mehr Modelle ich eingereicht kriege, umso mehr ist natürlich die Qualität der ausgestellten Steine dann während der Gartenschau. Und hier wird die Ausstellung stattfinden, eingebettet in das Festungsplateau. Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb bietet das Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation interessierten Teilnehmern am 6. Mai 2010 einen Vorbereitungsworkshop an. Das Kompetenzzentrum mit seinen Experten aus dem Bereich Gestaltung unterstützt das Steinmetz- und Bildhauerhandwerk bei dem geplanten Wettbewerb der Buga. Wir wollen das Steinmetzhandwerk, sage ich mal, auf neue Trends im Bereich Grabmal, auch den Umgang mit Grabmälern im Steinmetzbereich vorbereiten.
Dazu gehört das Thema Typografie, also wie gehe ich mit Buchstaben auf Grabstein um, wie gestalte ich Schrift, aber auch neue Einflüsse, wie kann ich mit Bildern arbeiten, wie kann ich vielleicht sogar auch mit Bewegtbildern im Grabstein arbeiten, auch das ist ein Trend, der immer weiter kommt. Und natürlich auch formsprachlich, wie gehe ich mit der Form um, wie wird sie zeitgemäß, was wünschen, sage ich mal, die Kunden, wenn man das so sagen kann, und wie können wir, sage ich mal, auch auf die 8 Ausstellungsbereiche, die beim Wettbewerb gefordert sind, eingehen. Die Internetseiten des Kompetenzzentrums und der Buga GmbH bieten hierzu weitere Informationen. Anmeldungen zum Workshop sind noch möglich. Informationen dazu gibt es im Internet unter hwk-kompetenzzentrum.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.